Gärtnerring ersetzen wir durch. Nee, das brauchen wir alles nicht. Immunring blau, kein Schaden bei Zofa-Feuer. Strahlen. Strahlen oder kein Schaden bei Zofa-Feuer? Ene, mene, mu und raus bist du. Mann. Wir nehmen den Ring mit. Bei Zofa-Feuer. Strahlen. Wir nehmen das mit den Strahlen. Ist doch egal. Mist. B. So rum. Alles klar. So. Ach Leute, mit 11 Herzen gehen wir in Level 6. So, wir kommen zwar hier bei den Piraten raus, aber die Piraten brauchen wir nicht. Jetzt erstmal den Typen, der uns hier die Lavasuppe verkaufen will. Mal sehen, vielleicht Subrosia Bazaar, Subrosia Dorf, Subrosia Dorf, Subrosias Schmiede, Subrosianische Vulkane, Subrosias Chefküche. Also wir müssen jetzt zwei Felder nach oben. Stunde. Nee. Schnell die Zeit vergeht. Ist halt krank. Krank. Mist. Dann gehen wir woanders ran. Ich habe übrigens vor, Oracle of Ages von Zelda eventuell auch noch zu spielen. Aber nur eventuell. Das würde dann nämlich auch ein Blind Let's Play werden. Das wäre dann... Würde nicht in Anführungsstrichen so schnell gehen wie hier. So, wo ist jetzt die Chefküche? Ist die hier? Nee, das ist die Schmied. Nee, nicht hier. Wo ist die Chefküche? Hier, ne? Okay. Also eins nach oben, eins nach rechts. So, auf der Ebene. Ist das hier? Nee. So, aber vielleicht ist es ja jetzt gleich hier. Hier oben, ne? Jo! Ich würde nur zu den Fans, aber leider habe ich nicht mal einen Eisenkessel. Hey, ein Eisenkessel! Genau so einen brauche ich. Der Eisenkessel ist ideal zur Zubereitung von Lavasuppe. Gib ihn mir. Niemals! Fein, lass mich mal. Sekunde. Ting, klong, plopp, blopp. Voila. Das Eisen gibt der Lava eine besondere Würze. Deine Lavasuppe ist glühend heiß. Danke. So, ihr Lieben, wir haben eine Lavasuppe. Ziemlich cool. Was müssen wir jetzt mit dieser Lavasuppe machen? Der Typ da nebenan hat uns gesagt, eine Lavasuppe heilt selbst die schlimmste Erkältung. Wen kennen wir denn? Wer hat eine Erkältung? Ganz klar, Vigoron. Und zu diesen müssen wir jetzt. Und da porten wir uns hin. Also zumindest so ein bisschen. So, wie kommen wir zu Vigoron? Der ist da oben. Wir gehen in den Nordhoron, ja. Wir brauchen Ricky. Gleich. Gleich. Jetzt noch nicht. Komm von da oben. Finde ich sozial. So ist das gut.
Genau, wir müssen jetzt da oben hin und zwar irgendwo die Einstiegsstelle finden. Danke. Genau, da müssen wir hin. An diese Treppe, oder? Und dafür müssen wir jetzt hier runter. Wir machen eine fette Wirbelattacke. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Tut mir nicht leid. Aber hey. So. Moment, müssen wir hier nicht schon rein? Sehr. Ja, ich glaube, ne? Hier müssen wir. Hier oben. Moment. Vigoron wird uns jetzt gleich was total Tolles dafür geben. Hatschi, ich hab die Nase voll. Es ist so kalt. Hast du etwas, was mich aufwärmen könnte? Oh, das riecht wundervoll. Ist die Suppe für mich? Glück, Glück. Welch harmonischer Geschmack. Nun geht es mir schon viel besser. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Die Goronnenvase ist ein Dankeschön für die Lavasuppe. Ein absolutes Sammlerstück. Was erzählst du, ob Kron oder Mensch auf die Gesundheit kommt, es an. So süß. So ein geiles Haustier. Spaß. So, wir haben jetzt eine wertvolle Vase. Und wer will Vasen mehr als ein Vasensammler? So, wir könnten wieder in dieses lustige Haus da unten gehen, aber ich glaube, wenn wir da jetzt reingehen, dann sieht uns, dann kann es sein, dass wir gedingst werden, dass wir da drin sterben, weil die wissen, dass wir sie angezündet haben. So, was willst du? Kürzlich sind Monster in die Stadt gekommen. Sie sitzen herum und murmeln, während sie Bomben machen. Boah. Verdammt, dieser Bigoron. Wie oft ich ihn noch frage, er rückt diese Vase nicht raus. Sogar mein Abendessen würde ich dafür geben. Leckeren Fisch. Das ist die Vase. Ich muss diese Vase haben. Ich flehe dich an. Hurra! Passt prima in meine Sammlung. Nimm zum Dank mein Abendessen, meinen letzten Fisch. Der Fisch ist ein Dankeschön für die Vase. Er ist fangfrisch. So, wenn wir jetzt hier rausgehen und wieder reingehen, steht da die Vase. Toll, ne? Hau ab und fass die Vase nicht an, meine schöne Sammlung. Trottel. So, wir haben Fisch. Und wer braucht Fisch mehr als... Na, wer liebt Fisch? Natürlich, Katzen! Wir gehen mal kurz beim Bürgermeister vorbei. Ich glaube ja, dass da eine Nuss gewachsen ist. Nee, ist nicht. Dann nicht. Aber wir pflanzen mal ein. Gaschanus. Gaschanus. So, und jetzt hier hoch. Hier ist auch noch Wintage. Das gibt's ja überhaupt nicht. Aber hier ist eine Gaschanus. Das finde ich gut. Warum habe ich da bloß gerade dran gedacht? Was will ich mit einer billigen Fee? Mann, ey. So, Gaschanpflanzen. So, und hier unten, ihr Lieben. Ja, was ist hier? Sieh nur, egal wie oft ich rufe, meine süße Miet, die kommen nicht schon. Du hast schon bloß ein Leibgericht Fisch. Ach was, du hast ja einen Fisch? Das ist Mietzis Lieblingsfutter. Ist das für sie? Oh, vielen Dank. Oh, gleich mal ins Gesicht geflatscht, das Ding. Oh, vielen, vielen Dank. Mietz, hier Mietzi. Miau. Mietzi, ja, feines Kätzchen.
Danke, eine Belohnung. Da, nimm dieses Megafon. Für den Fisch erhältst du das Megafon, welch einen Lärm das Ding macht. Miezi, sei nicht so verfressen. Lol. So, wir haben ein Megafon bekommen. Und wo muss das hin?